Moin, sind Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Phantom Doctrine. Wir sind in Kapitel 6 unserer erweiterten Mossad-Kampagne. Beim letzten Mal ist so ein Auftrag nicht direkt schief gegangen, aber wir sind halt aufgeflogen. Blöderweise, wir schauen erstmal ins Crew-Quartier, was wir alles verkaufen können. Wir werden nämlich gleich ein bisschen Geld brauchen, auf jeden Fall. Oh, wir haben eine kugelsichere Weste. Ah, ich weiß auch, wem die gehört, glaube ich. Kann ich hier irgendwas zu Geld machen? Ungern wahrscheinlich. Aber hier vielleicht. Wir haben jetzt zwei TTs auf jeden Fall. Das ist eine coole Sache. Wir haben auch eine. Sehe ich hier gar nicht. Ich dachte, wir hätten auch eine MPK. Ja, wir haben eine MPK. Das ist eine MP. Okay. Gut zu wissen. Macht halt richtig viel Schaden. Für eine MP. Was haben wir denn noch Schönes, wovon wir zu viel haben hier? So ein MG60 können wir auf jeden Fall mal verkaufen. Eine Kors können wir auch verkaufen, auf jeden Fall. Wahrscheinlich können wir noch viel mehr Zeug verkaufen. Hier, wir haben 9 G3s. Ja gut, okay. Das sollte an Geld erstmal reichen, denke ich. Also, da müssen wir mal gucken, dass wir, genau, Kabel ihre Ausrüstung wiedergeben. Ist sie Empathin oder sowas? Ja, tatsächlich. Haben wir noch ein Medkit? Nö. Attrappe? Geben wir ihr mal mit. Sie rennt schon immer mit dem Ding rum. Und wenn es Spaß macht, soll sie halt. So, und dann müssen wir mal gucken. Neue Vorteile. Flanke auf jeden Fall. Was gibt's denn da? Gewand, peripheres Sehen. Kreisförmigen Radius. Mehr Reichweite finde ich immer richtig gut. Besonders mit einem EIW macht es natürlich absolut Sinn. Ergibt Sinn. Sorry. So, Raubtier genau dasselbe. Und dann haben wir beim letzten Mal noch Archer eingesammelt. Da müssen wir erstmal gucken, was kann die denn? Die kann mit der MPK umgehen. Und hat eine Betäubungsbombe. Ja, gut, dann leicht paranoid. Ausgezeichneter Schütze können wir ihr auch mal geben. Dann, oh, und Schauspieler. Und sie kann mit der MPK umgehen. Hä, das ist perfekt eigentlich. Jetzt müssen wir sie nur noch ins Labor sperren. Bis sie halt absolut keine Lust mehr auf irgendwas hat. Haben wir gerade Platz im Labor? Wir haben gerade Platz im Labor. Perfekt. So, wir hauen erstmal THG ein bisschen rein. Ah, da müssen wir im MK Ultra gucken. Wir haben ja neue Leute mitgebracht. Aurora zum Beispiel. Die werden erstmal verhört. Das ist einigermaßen billig. Schluckt ein bisschen Zeit. Und die kann ich nach Hause telefonieren und hier die Gefahr in die Höhe treiben. Sehr schön. Das war jenes. Und dann haben wir noch Hinweise eingesammelt, befürchte ich. Zu Projekt Eisberg zum Beispiel. Oh, wir müssen auch gleich mal gucken. Das wird auch noch interessant. Ob irgendwelche Identitäten kompromittiert sind. Also Kardinal und
der Nachwuchs. Haben wir beides nicht. Hier vielleicht interessante Informationen über die letzten Flüge von SR-71 über den Starkregen. Es gibt eine ganze Menge 747-Flüge, die hier drüber fliegen. Anfangs dachte ich, es seien Flüge von Strom nach irgendwo. Aber raten Sie mal, nichts davon. Tatsächlich handelt es sich um ein einzelnes Flugzeug, das immer wieder über dem Gebiet gekreist ist. Ich glaube, von der Cassiopeia, irgendjemand von der Cassiopeia wird daran großes Interesse haben. So, Starkregen, Cassiopeia und der Strom. Okay. Dann halt nicht. Und hier haben wir die Special Concepts Division. Wachtmeister, das wird Ihnen gefallen. Eine Person, die wir überwacht haben, scheint abtrünnig geworden zu sein und von sich aus infiltriert zu haben. Ich denke, dass wir ihn von unserer Liste potenzieller Mitwisser Insider von Cobra Biss streichen können. Also Cobra Biss und Wachtmeister. Beides noch nicht relevant. Und die Lailas Dossier haben wir hier. Aha. Silvia Vogelstein, Vogelstein, keine Ahnung. Bekannte Decknamen, Oburn und Delilah und Wendehals. Geboren 1950 in Tel Aviv, Lebenslauf soweit bekannt, 1950 in Israel zur Welt gekommen, Vater belgisch-jüdisch aus Antwerpen, Mutter amerikanisch-jüdisch. Eltern lernten sich während des Zweiten Weltkriegs in London kennen. 68 Beginn des Studiums an der Universität von Leuven, Fachgebiet internationaler Handel und Transport, soll ein Diamantenhandelsunternehmen aus Antwerpen übernehmen, tritt jedoch stattdessen aufgrund ihres Liebhabers, des Mossad-Agenten, unter Verschluss, eben Mossad bei. Unter Verschluss ist natürlich auch ein geiler Deckname. 1970, als Teil der Geheimdienstunterstützung von Israel an die USA nach Vietnam geschickt, von Vietcong gefangen genommen. 71 taucht unter ungeklärten Umständen in Antwerpen wieder auf, kehrt nach Israel zurück, wo sie von ihrem Vater enterbt wird und ihr Studium abbricht. Okay. Aus dem Mossad entlassen galt als zu großes Sicherheitsrisiko. Ha, wurde sie zusammen mit Lemster gefangen genommen da, irgendwie in der Operation oder so ähnlich? 72 bis 78 ist an verschiedenen Geheimorganisationen beteiligt, darunter auch eine kurze Zusammenarbeit mit den Gerissenen, Verdacht auf mehrere hochrangige Morde an Personen, die den Neonazis, aber auch Radikale wie Geschwärzt nahestanden. Februar 78, offizielle Anstellung als PR-Mitarbeiterin im Simon-Wiesenthal-Zentrum. Okay, interessant. Mai 78 verlässt das Zentrum, um zusammen mit Mossad-Agent Hemlock die verbleibenden Nazis zu jagen. Siehe Anhang 2 für eine vollständige Liste bestätigter Operationen und Ermittlungen. Okay, wir suchen also die Gerissenen. Die begabte Rosse ist hier im Moment unser einziger verwertbarer Hinweis. So viele Texte. Blaugürtel, sie hatten recht, hat die Trommler benutzt, um buchstäblich Tonnen von Erz für unbekannte Zwecke zu beschaffen. Wir haben dem natürlich ein Ende gesetzt, aber eine große Menge des Erzes hat den Eckstein bereits erreicht und ist verschwunden. Ich denke, dass die Kontakte aus der Operation im Brunnen uns hier weiterhelfen könnten. Vielleicht Eckstein, Trommler, Blaugürtel und der Brunnen. Blaugürtel passt hier auf jeden Fall ran. Mein Team, so wie das von Dingsbums, kann ohne diese Lieferung nicht arbeiten. Es ist erforderlich, dass sie mit Dingsbums sprechen und mehr Druck auf die Rohlinge ausüben. Ich möchte sie zudem informieren, dass die Sicherheitsvorkehrungen der Charta sehr nachlässig sind. Dingsbums hat berichtet, dass Teile unserer Forschungsdaten im Telegramm des Sanddorns gefunden wurden. Wenn die Lakaien erfahren, was wir hier tun, wird das Designbüro hier alles dicht machen. Also Sanddorn, Rohlinge, Kater, Designbüro. Damit können wir noch nichts anfangen. Ein Transkript von Gerättäter X, die Utopie, betreff Scheuerstar. Im B, unbekannt, eventuell Mitglied vom Sanddorn. Okay, da ist er wieder. Was mit Dings und Co. in der Utopie? Man weiß es nicht. So, Scheuerstar und Utopie haben wir hier noch. Damit können wir aber noch nichts anfangen.
Genossen, Starling hat erfahren, dass Sie bei der Ausübung Ihrer Pflicht in unserer Einrichtung in der Sternwarte unvorsichtig waren. So eine Fahrlässigkeit bringt Ihnen eine Fahrkarte in den Blumenladen oder eine Versetzung in die Überwachung ein. Ab sofort überprüfen Sie alle relevanten Dokumente, wenn sich jemand Zutritt zu einer geheimen Einrichtung wie dieser verschaffen will. Gute Idee. Starling, Sternwarte und Blumenladen. Ja, das nehmen wir erstmal so hin. Also, die Spukarmee hat uns gebeten, während seines Aufenthalts zu verfolgen. Er verdächtigt wurde, mit irgendjemandem verwickelt zu sein. Schlüssel und Blaustich wurden entsandt mit Unterstützung. Es gibt jedoch keine offizielle Registrierung dafür. Wir nehmen an, dass die Entführung entweder von irgendjemanden oder den Rohling durchgeführt wurde. Die Rohlinge hatten wir hier schon mal. Blaustich, Schlüssel und Spukarmee noch nicht. So, was haben wir hier? Zufällig aufgesammelte. Agir wird als hohes Tier erwähnt. Ja, was zum Teufel? Ich werde mit irgendjemandem sprechen vielleicht. Weiß das Designbüro mehr darüber. Das Designbüro hatten wir doch gerade auch schon, oder? Ja, hier. So, und Agir haben wir noch nicht. Tja, das ist noch ein bisschen unzusammenhängend alles. Schade, schade, schade. Aber was soll man machen? Wie sieht es denn eigentlich aus in der Krankenstation? Nadel ist bald wieder genesen. Ups, hat Piep gemacht. Hier drüben ist aber alles in Ordnung auf jeden Fall. Und hier haben wir halt nur 4 Teams im Einsatz. Und 2 von denen sind dauerhaft gebunden. So, Judge wurde verhört. Valhallas Vorschlag. Gehen wir mal direkt ins MK Ultra. Kontrollphrase rein. Und schauen wir hier direkt nochmal nach. Valhallas Vorschlag. Ich komme gerade von einem Treffen im Aquädukt zurück, in dem mich die Generäle beschuldigten, gleichzeitig übermäßig ehrgeizig und zu zurückhaltend zu sein. Schüchtern war der tatsächliche Ausdruck, den sie verwendeten. Ich finde es wirklich amüsant. Die Anführer des Komplexes mit all ihrer Macht und all ihrem Reichtum besitzen nicht genug Verstand, um zu sehen, dass die Welt sich verändert. Die Welt ist zu groß, zu facettenreich, um noch erobert zu werden. Man muss es ihr stattdessen ermöglichen, sich selbst zu erobern. Ich werde irgendwo damit beginnen. Ja, irgendwo hört sich doch nach einem Plan an. So, hier war schon mal nichts los. Xerxes und Schurke sind hier unterwegs. Jetten von A nach B und dann weiter nach C. So, Archer inzwischen. Wie sieht es denn aus mit Anadrol? Das sieht ganz vernünftig aus. Dann nähern wir uns langsam hier guten Werten. Irgendwas aufgepoppt. So, Benson. Ja, hier müssen wir mit Bolandiol, denke ich, weitermachen. So, und was hier passiert? Ach, hier drüben ist das. Ja, da sind wir natürlich noch ein bisschen unterwegs. Kann ich ja irgendjemanden hinschicken. Smaragd und Merkur könnte ich aus Washington. Wir wären in 9 Stunden da. Ich glaube, das ist eine ganz vernünftige Idee. Dann haben wir da noch ein bisschen mehr Unterstützung. Persönliche Geschichte. Manko ist plötzlich mit heftigen Symptomen erkrankt. Wir vermuten, dass er absichtlich mit einem als Waffe eingesetzten Bakterienstamm infiziert wurde. Unter den jetzigen Umständen ist es legitim, Sog zu verdächtigen. 40 LP. Manko wurde in einem abgeschotteten Versteck abseits des Haku isoliert. Wir haben die Krankheit als Ornithose diagnostiziert, Papageienkrankheit.
Dieses Bakterium ist eine bekannte Biowaffe, dadurch erhält unser Sogverdacht mehr Gewicht. Und vermisst. Gut, wo hat denn der gearbeitet? In der Fälscherstube? Ich denke schon. Ach, guck mal, die sind echt hier aufgeflogen. Da müssen wir mal gerade was machen. Aber nur Kabel und Fehler? Das ist eine Frechheit. So, Kabel, neue Identität für dich. Für Fehler auch. Oh, nicht genug Geld. Okay, so langsam geht mir das Geld aus. Das könnte ein Problem werden. So, wen lassen wir hier arbeiten? Archer ist gerade in Behandlung. Benson auch noch. Blauauge ist verschollen. Ja, da hauen wir Flanke hier rein. Oder lieber Raubtier. Ist eigentlich total egal. So, und die Kabale zieht uns schon wieder, die Kabale, sage ich, Beholder, zieht uns hier schon wieder Geld ab. Ach, das ist doch Mist. So, hier in Omsk war auch nichts los. So, FGF, warum nicht? Weil wir Gonadorilin dafür brauchen. Aber hier FGF und Formoterol sind halt richtig gut eigentlich, ne? Ja, müssen wir denn hier auch über Bollasteron gehen? Punkte bringt uns das denn hier? Kreislauf sind wir bei 139. Minus 1. Minus 2. Und dann plus genug auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir darüber. Eieiei. So, wir können Murmansk angreifen. Mit 6 Leuten. Dann nehmen wir einfach das Team vom letzten Mal. Und schauen mal, wer sich da rumtreibt. Fleschek. Das Versteck vom Wendeheiz. Wissen wir das schon, wo das ist? Hitzkopf und Hellion sind da. Ja, da arbeiten wir schon dran. Okay, alles klar. Gut, dann machen wir genau an jener Stelle beim nächsten Mal weiter. Für heute war es das leider schon wieder, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.